Ich bin ja kein Taschenlampenprofi, aber ich glaube, dass diese Lampe, diese Nextorch TA01, genau das Richtige für mich ist. Nämlich für einen Taschenlampendummy, denn ich brauche nichts wissen, ich brauche nur eines wissen. Ich muss hier hinten drauf drücken oder schrauben. Und ich glaube, dass du mit dieser Lampe viel Einsatzgebiet hast. Und wenn du wissen willst, was das eigentlich soll und sowieso und überhaupt, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich bin wirklich ein Taschenlampendummi, ich benutze ihn nur extrem gern und deswegen weiß ich, was mir gefällt und was mir nicht gefällt und die hier, die finde ich ganz interessant, aber schauen wir es uns der Reihe nach an. Übrigens, alle technischen Daten, dass das eine Cree XB irgendwas Leuchte da drin ist, sage ich dir nicht. Wenn du das wissen willst, gebe ich da unten den Link, dort kannst du in den Shop gehen, wo du das Teil auch bekommen kannst und dort sind alle technischen Daten, also gleich einmal das zu dem. Gut, Nextorch. TA01, das heißt Tactical Lampe. Und bei einer Tactical Lampe, habe ich gelernt, geht es im Endeffekt darum, dass ich da irgendwo drauf drücke und sofort Licht kommt. Und was mir auffällt ist, wenn man hier diesen Knopf drückt, muss jetzt nur mein Auge aus dem Schussfeld geben, weil sonst sehe ich nichts mehr. Es ist wirklich nur ein, schau mal her, ich drücke da drauf und das macht auch kein Klick, Klack oder sonst irgendetwas. Ich habe auch andere taktische Taschenlampen und bei denen hört man oft dieses Klack. Jetzt bin ja ich kein taktischer Mensch und mir ist es ja eigentlich wurscht, denn wenn wir im Wald Bushcraft und Survival Training machen, dann klackt es halt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Leute auf dieser Welt gibt, die das wirklich im taktischen, ich sag jetzt mal, Survival-Einsatz haben. Und da ist dieses lautlose, diese lautlose Option vielleicht interessant. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie ist da und schau mal her. Ich kann auch Morsezeichen abgeben, ist alles cool. Und wenn ich eine Dauerleuchten will, drücke ich hier. Also drücke ich, drehe ich hier und dann habe ich ein Dauerleuchten. Gut, das ist einmal das eine. Das andere ist, es gibt sonst keinen Modus. Also nicht, ich habe einen Burst und einen SOS-Modus und ich muss 3-4 Mal da klicken, damit das kommt und das kommt dann hier, wenn ich da lang drauf drücke und wenn ich vorne noch eine Taste halte, dann passiert. Das ist eine Lampe für Volltrotteln wie mich. Ich brauche nämlich nur eins wissen, und zwar, dass ich da drauf drücke oder hier drehe. Und das ist der Punkt. Wenn du, ja, und im Lieferumfang ist das auch mit dabei, dieser, wie viel, 2600 mAh Akku, den man auch direkt laden kann, das heißt, du brauchst kein Ladegerät, wo ist es denn? Wo ist es? Da ist es, hier, du kannst direkt mit dem USB reinfahren, bedeutet, ich habe zum Beispiel jetzt aktuell auch im Test, ja, diese Sunny Bag, ja, dieses Teil hier, das heißt, du kannst es direkt mit Solar aufladen, mit einer Powerbank. Das ist eine coole Sache. Jetzt höre ich natürlich den einen oder die andere sagen, der Akku ist zwar cool, aber das ist für den Notfall, für den Einsatz keine hundertprozentige Lösung und das ist richtig. Natürlich, so ein Akku kann sich mit der Zeit entladen und das wäre unangenehm. Daher ist im Lieferumfang noch etwas enthalten und zwar dieses Röhrl. Und zwar dieses Röhrl hier. Jetzt habe ich mir am Anfang gedacht, wozu ist das da? Das ist dazu da, dass man das da reingibt. Oder es war eigentlich andersrum. Jetzt muss ich kurz ausholen. Eigentlich war das Ding da drin und ich wollte den Akku einsetzen. Da ist auch draußen ein Plus und ein Minus aufgezeichnet. Nämlich Plus gehört daher. Für Dummköpfe wie mich. So, nein, passt gut. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich muss vielleicht vorne noch aufdrehen oder so irgendwas. Nein, ist es auch nicht. Also man muss das hier rausnehmen. Und dann habe ich erst mitbekommen, es hat einen Sinn. Und zwar, ich kann dieses Röhrchen hier einbauen und dann gebe ich zweimal diese CA123 Zellen hinein und kann so arbeiten. Bei den CA123 Zellen ist es halt so, dass ich wirklich eine Fire-and-Forget-Lösung habe. Das heißt, die stelle ich ab und diese Zellen halten die Spannung und die Energie sozusagen. Ja, 10 Jahre lang. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie lang dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, das ist wahrscheinlich noch länger. Und ich habe da die Energie sofort da und es ist auch in einem sehr großen Temperaturspektrum. Das heißt, auch bei kalter Temperatur habe ich diese Leistung zur Verfügung. Und das ist natürlich für taktische Einsätze genau das Richtige. Und es ist auch genau das Richtige, wenn du das zum Beispiel für die Blackout-Vorbereitung hast. Oder wenn du das wirklich im taktischen Einsatz haben willst, zum Beispiel für Home Defense, ich nenne das jetzt einfach einmal so. Denn bei Home Defense ist es halt manchmal so, dass ich in der Nacht sage, okay, jetzt müsste ich nachschauen, was da los ist. Und dann habe ich meine 500 Lumen, die ich einsetzen kann und die Sache ist erledigt. Aber da will ich halt nicht nachschauen müssen. Ich will nicht alle 2-3 Wochen oder Monate noch einmal hergehen und sagen, okay, und jetzt muss ich meinen Akku hernehmen und den aufladen, sondern ich will einfach sagen, ich will es tun. Das heißt, du stellst dir das dann aufs Nachtkastel oder sonst irgendwo hin
und bist mit dabei. Übrigens, es ist natürlich auch ein Clip mit dabei, dass man das irgendwie fixieren könnte. Ich muss das Teil in den Langzeittest nehmen, um wirklich herauszufinden, was es kann. Ich werde es im Jahr 2022 bei den Survival Trainings mitnehmen, so wie viele andere Dinge auch. Da habe ich dann einen eigenen Rucksack, wo nur Ausrüstung drinnen ist, aber ja, egal. Auf jeden Fall, coole Sache. Ich habe auch gesehen, dass es so ein Tactical, ich halte das dann mit dem Fingeraufsatz hat. Und natürlich ist das für mich jetzt nicht notwendig, aber wenn jemand wirklich mit Waffen auch noch hantiert, dann kann ich da über diesen Ring, ich werde da auch unten den Link geben, schau dir das an, dann hält die Lampe immer in der Hand und auch wenn ich aufmache, sie fällt nicht runter und das ist für den taktischen Einsatz sicherlich sinnvoll. Auf jeden Fall, Clip ist auch mit dabei und hier vorne, auch wenn das jetzt nicht so aggressiv ist wie bei dieser Surefire Defender, da kann man vorne richtig so, es ist doch ein bisschen was dran zum Meinungsverstärken. Meinungsverstärken nennen wir das. Ich kann, wie gesagt, jetzt noch wenig sagen über den Langzeiteinsatz. Dazu ist sie noch zu frisch, aber wir werden Langzeiterfahrungen teilen hier. Das heißt, den Kanal abonnieren, damit du immer wieder siehst, was ich so sage zu deinen Ausrüstungsgegenständen. Aber wie auch immer. Sie ist etwas schwerer als andere Lampen, die ich kenne. Ist das ein Vor- oder Nachteil? Kann ich nicht beurteilen. Da ich sie im Einsatzgebiet, jetzt ernsthaft, im Einsatzgebiet von eben daheim am Nachkastel stehen haben und dann einmal drücken und ich bin mit dabei, sehe, ist mir wurscht. Also es ist meiner Meinung nach keine EDC-Lampe, die ich sage, ich klicke mir die ganz locker irgendwo in die Hose oder und nehme die einfach jeden Tag mit. Dafür ist sie mir zu groß und auch zu schwer. Aber das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch gewesen. 500 Lumen, das werden wir uns gleich anschauen, auch in einem Beam. Beam, ich glaube, das heißt so, oder? Wurscht, weißt was, gehen wir einfach mal raus und schauen es uns an. Fangen wir mal mit dem Test Nummer 1 an. Schau mal, weißt du, was das ist? Das ist ein Fahrzeug. Und mach mal Fahrzeugkontrolle. Hey, was ist mit euch los? Ah, da sitzt niemand drin. Ja? Einfach darum, weil die Kinder schon schlafen. Nein, also du siehst, ah, das ist gleich einmal, das ist jetzt kein so ein Streudingsbump, sondern es ist wirklich genauer Punkt, genau an die Stelle, wo ich halt mir vorstelle, dass ich das hinbrauche. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich fett. Schauen wir mal die Distanz an. Warte mal ganz kurz. Ja, dazu schauen wir uns das einmal hier so an, da entlang gehen, blub. Also das geht wirklich auch in die Distanz, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Hier zum Beispiel ein Bereich, da habe ich mal mit einer Armbrust geschossen, ganz viele Kommentare, das kannst du nicht machen, da könnte irgendjemand durchgehen. Nein, das ist eine Sackgasse, weißt du, was das ist, eine Sackgasse? Da ist ein Sack und dann ist die Gasse aus. Nein, ernsthaft, also das Ding läuft, Entschuldigung, ich muss immer ein bisschen deppert reden, wie man in Österreich sagt, da fühle ich mich dann viel besser. Nein, also es geht auch in die Distanz. Also es ist jetzt schwierig, das sind jetzt ungefähr, da habe ich auch einmal ein Armbrustvideo gemacht, was sind das, ich vergesse das ja immer, 30 Meter, naja 25 Meter, jetzt bin ich schon zu nah und also du kannst das schon schön ausleuchten, also das geht auch in die Distanz. Es ist jetzt sicherlich kein Suchscheinwerfer, da habe ich schon andere vorgestellt, die sind aber, andere Lampen vorgestellt, die sind aber auch viel größer und massiger, also das ist einfach nicht vergleichbar. Wenn du dir den Lichtkegel anschaust, das ist halt, ja, das ist wirklich, ja, heißt das Beam? Schreib mal bitte einen Kommentar, ob das Beam heißt. Und ja, schau mal her, da jetzt so ein bisschen in den Waldurlaub-Abhang, ja, hier in die Wiese hinein. Also lässt 120, 130 Meter überhaupt kein Problem, etwas auszuleuchten, das ist super. Und natürlich die Frage, wie lang hält der Spaß? 4 Stunden habe ich gelesen in der Beschreibung. Wie gesagt, ich habe noch keinen Langzeittest gemacht, deswegen tue ich mir da jetzt etwas schwer, das wirklich hundertprozentig zu bestätigen. Aber angeblich sind das ja 4 Stunden. Wir werden es, wie ich schon am Anfang gedacht habe, wie ich die Lampe bekommen habe und mir gesagt habe, hey, die ist irgendwie cool. Ich werde sie heuer einmal Langzeit testen bei den Trainings und bei den Camps, die wir haben. Und dann werden wir ganz einfach schauen, was sich da tut, aber 4 Stunden, diese Power, Herz, was willst du mehr? Was ich auch cool finde, ist, dass sie nicht so richtig heiß wird da vorne. Ich meine, schon, es wird schon warm. Aber wenn ich das vergleiche mit anderen Lampen, ich bin nämlich jetzt ein Stückchen gegangen, wie du gemerkt hast, und jetzt bin ich wieder zurückgegangen. Und normalerweise kann man da nicht hergreifen bei, ich weiß nicht, welcher Lampe, fällt mir jetzt nichts ein. Aber das ist hier sicher nicht der Fall. Also die wird nicht richtig heiß. Leicht warm, dass die Hände ein bisschen warm werden, aber nicht heiß. Warum ist das so? Weiß das wer?
Ja, das war's jetzt. Also, ich glaube, dass das ja gar nicht ganz gut ausschaut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Taktische Lampe mit einem Clip, den man auch runternehmen kann. Du kannst hier unterschiedlichste Ausrüstungsgegenstände draufgeben, um es noch taktischer zu machen. Ich finde es super, dass du einen Akku hast, nämlich diese 2600 mAh. Das heißt, du bist hier, kannst immer wieder aufladen für einen Standardeinsatz. Wenn du wirklich einen taktischen Einsatz haben willst, gibst du zweimal CA1, 2, 3 rein. Da gibt's aber, glaube ich, auch wieder aufladbare. Also für die das, aber dann habe ich wieder den Nachteil, dass sie die wieder entladen. Also da kann ich dann gleich den fetten Akku nehmen. Aber wurscht, ja. Ich habe 500 Lumen, die für taktische Lampen absolut ausreichend sind. Ich habe einen Dauermodus, ich habe einen kleinen Modus. Ich finde das einfach großartig. Und noch einmal, wenn du das Teil haben willst, wir haben es im Shop nicht. Ich habe Nextorch nicht. Ich gebe dir aber den Link zu einem Partnershop und dort kannst du die erwerben. Mach das ganz einfach. Es ist alles billige Eigenwerbung bei mir. Ja, ist einfach so. Schau es dir an. Und natürlich, weil billige Eigenwerbung immer billig sein muss, wenn du bei mir was kaufen willst, aktuell ist der Irbis, das 42A konforme Outdoor-Messer wieder lieferbar. Schau auch in meinen Shop vorbei, da gebe ich dir auch den Link. Das war's. Irgendwie fällt mir nichts mehr ein. Wenn du Fragen hast, stellst du es ja gerne unten als Kommentar. Und auch da hier hinten, das haben wir zum Beispiel im Shop. Auch die Uhr verlinke ich dir hier unten, weil auch da immer wieder Fragen kommen. Was hast du an? Und ich habe nur einen Sweater an, den gebrandet mit Rainy Rossman. Und die Uhr und ich habe Socken an, aber die verlinke ich dir jetzt besser nicht, weil sonst ist es zu billig, die Eigenwerbung. Und das war's. Daumen nach oben oder nach unten. Schreib mal einen Kommentar, was du von der TA01 von Nextdoor hältst. Bis bald und ciao, ciao.